Eine 71-jährige Dame muss ihre Wohnung in München verlassen. Sie hat ihr Leben lang darin gewohnt. Dann wechselt der Besitzer, die Wohnung wird modernisiert und sie kann sich die Miete nicht mehr leisten. Die Dame werden Sie gleich hier kennenlernen. Den Fall, der könnte Ihnen bekannt vorkommen, denn er passiert so oder ähnlich tausendfach in Deutschland überall. Die Mieten steigen, so sehr die Politik auch auf die Bremse tritt. Muss der Staat radikaler eingreifen? Das Thema bei Sandra Maischberger. Die Mietenexplosion. Wird Wohnen unbezahlbar? Unsere Gäste. Karin Jünke, die Münchner Rentnerin, lebt ihr ganzes Leben in ihrer Schwabinger Wohnung. Doch nach 70 Jahren musste sie ausziehen. Der neue Eigentümer hatte die Miete verdoppelt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD fordert mit ihrer Partei einen Mietenstopp. 5 Jahre sollen die Mieten nur noch in Höhe der Inflation steigen dürfen. Außerdem soll die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert werden. Christoph Gröner, der Immobilienunternehmer und Selfmade-Millionär, wirft der Politik vor, dass sie das Bauen preiswerter Mietwohnungen durch zu viel Regulierung verhindert. In Berlin wurde ein großes Immobilienprojekt von ihm vorerst gestoppt. Und zwar vom grünen Baustadtrat Kreuzbergs Florian Schmidt. Der sogenannte Robin Hood der Mieter sagt, Investoren wie Herr Gröner sind nur auf Profit aus. Unsere Städte dürfen aber nicht zu reichen Ghettos werden. Ursula Weidenfeld, die Wirtschaftsjournalistin, kritisiert staatliche Eingriffe wie die Mietpreisbremse. Politische Maßnahmen zur Linderung der Wohnungsnot sind weitgehend wirkungslos. Und die Rechtsanwältin Anja Franz vom Münchner Mieterverein. Sie kennt die dramatischen Auswirkungen der Preisspirale auf dem Wohnungsmarkt. Das Problem sei schon längst in der Mittelschicht angekommen. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung heute. Wir könnten viele Fälle erzählen, aber wir wollen Ihnen die Dame vorstellen, die aus ihrer Münchner Wohnung ausziehen musste. Erst einmal mit diesen Bildern. Ein Bürgermeister, der in der eigenen Stadt keine passende Wohnung findet. Polizisten, die sich den Dienst in teuren Städten kaum leisten können. Familien, die durch Wohnungsnot in die Obdachlosigkeit rutschen. In vielen Städten und Ballungsräumen fehlt es an bezahlbaren Wohnungen. Wer eine Mietwohnung sucht, findet oft lange keine. Wer in einer lebt, fürchtet sie zu verlieren. 70 Jahre wohnte Rentnerin Karin Jünke zur Miete in München-Schwabing. Schon ihre Großeltern hatten in der Wohnung gelebt. Das Verhältnis zum Eigentümer war lange gut, bis er das Haus an seinen Enkel übergibt. Dieser will das Haus aufwendig sanieren. Unter anderem werden eine neue Heizungsanlage und neue Fenster eingebaut. Das hat seinen Preis. Die Kosten werden auf die Mieter umgelegt. Karin Jünkes Miete soll sich fast verdoppeln. Wir haben Mieterversammlungen gehabt. Es war einhellig die Meinung, dass diese energetische Modernisierung einen Vorschub leistet, dass man die alten, angestammten Mieter rauskommt. Am Ende kapituliert Karin Jünke. Die heute 75-Jährige akzeptiert eine Abfindung und zieht aus. Raus aus dem vertrauten Viertel. Frau Jünke, gerade als wir die Bilder gesehen haben, die ersten haben gesagt, das ist mein Haus. Also, das ist immer noch meine Wohnung. Weil Sie da einfach ein Leben verbracht haben. Also, ja, das ist, wenn ich habe meine Fußpflege noch unter meiner ehemaligen Wohnung. Und immer wenn ich in die Richtung fahre, mit der Straße. Also Sie fahren noch mal ab und zu. Ja, ich muss alle 4 Wochen zu meiner Fußpflege. Also ich habe einige Ärzte, habe jetzt noch getrunken gewechselt. Und dann kommen Sie noch an dem Haus vorbei? Ich gehe in mein Haus näher, weil da die Fußpflege ist. Und oben drüben habe ich gewohnt. Und immer wenn meine Straßenbahn, also die Linie, wo ich immer gefahren bin, habe ich das Gefühl, ich muss einen Schlüssel raus, ich komme heim. Mhm. Es ist immer noch, ich war mit meiner Freundin jetzt vor kurzem, wir haben am Elisabethplatz einen kleinen Wintergarten, einen Biergarten. Und da hast du das Gefühl, ich bin jetzt daheim. Mhm. Und aber Sie sind es nicht mehr, seit 3 Jahren seit jetzt. Seit 4 Jahren. Wie schnell ging das denn? Dass es ist relativ schnell gegangen, das Ganze. Erzählen Sie es. Das hat sich angebahnt. Plötzlich wurde unser Haus vermessen, jede Wohnung auf einen Zentimeter genau vermessen. Dann haben wir gesagt, na gut, muss einmal sein. Und dann ist eine neue Treppe. Wir haben eine traumhaft schöne Parkettbodentreppe neu gekriegt. Und dann haben wir uns schon alle gewundert. Dann hat es geheißen, es gibt einen Lift. Und jetzt. Aber da freut man sich ja wahrscheinlich erst einmal. Ja, wir haben uns gefreut, aber wir haben schon gewusst, dass da was im Bund ist. Und dann ist eben vom Enkelsohn, das hat man da, den kenne ich seit Baby,
Der ist also tagelang am Computer von meinem Mann, der damals noch lebte, gesessen und hat sein Fernstudium gemacht. Der ist von Passau nach München gezogen, in das Haus, wo wir wohnen. Und hat im vierten Stock Eigenbedarf angemeldet, ist eine Mieterin ausgezogen und hat aber keinen Internetanschluss gehabt. Dann war er bei mir, hat meinen Wohnungsschlüssel gehabt. Also Sie kannten ihn, auch den Enkel? Ich habe den von Baby auf kennt. Und dann hat eben der Großvater aus Altersgründen, der Großvater hat mit seiner Tochter dieses Haus gehabt. Da ist früher noch mal ein Bruder dran gehängt. Also ein Familienbesitz. Aber das ist alles zu ausschweifen. Ja. Und dann, also die letzten Besitzer war der Großvater mit seiner Tochter. Und dann kam der Enkel und der hat dann gedacht... Dann ist der Enkel, also der Alte hat sich dann aus dem Geschäft rausgezogen, der war 86, hat in Passau gewohnt. Und dann hat er seinen Enkelsohn überschrieben. Dann habe ich ihm noch gratuliert und wunderbar. Hat er denn gesagt, was er will? Das Haus renovieren? Ja. Nee, gar nichts. Das ist einfach dann so peu à peu haben wir plötzlich Briefe gekriegt, dass wir einen Lift kriegen sollen. Und der Lift hätte also monatlich umgelegt werden mit 238 Euro. Mhm. Dann hat mir der alte Hausbesitzer gesagt, weil ich ihm auch 15 Jahre seine Hausmeisterei oder Hausverwaltung gemacht hat, Frau Inke, Sie brauchen den Lift nicht zahlen, also nur die Wartungskosten. Mhm. Das war dann für mich erledigt, das habe ich ja schriftlich gehabt. Dann habe ich die nächste Zusage gekriegt, Frau Inke, Sie brauchen auch keine Mieterhöhung fürchten, Sie. Und wir haben noch eine Partei im Haus, die ist eine Frau, die ist jetzt 90. Mhm. Also ihr kriegt keine Mieterhöhung. Ja gut, da hast du verlassen drauf. Na gut, aber wir haben ja auch mit dem Enkel tatsächlich Kontakt aufgenommen. Tatsächlich? Ja, ja sicher, wir müssen ja wissen, ob das alles stimmt. Nein, der hat natürlich gesagt, das Haus war einfach auf dem alten technischen Stand. Nein, das stimmt nicht. Wir sind im Jahr 2000 für 8 Wochen komplett aus der Wohnung da rausgerissen. Und ich habe das Glück gehabt, auf unserer Etage ist eine Wohnung frei geworden. Und da sind wir ausgezogen, weil wir die letzten, die alten Mieter, wir waren 5, alle im gleichen Alter. Was hat er dann? Und dann wurde schon renoviert? Oder und da ist meine Wohnung 2000 auf dem neuesten Stand. Ich habe eine traumrenovierte Alpa-Wohnung gehabt. Ich habe in jedem Zimmer Fernsehanschluss vom Fenster links, Fernsehanschluss Fenster rechts. Auch mal gar nicht, also das war vom Feinsten. Also wir haben es nicht gebraucht, aber es war schön. Und dann sind wir wieder zurückgezogen, haben Mieterhöhung gekriegt mit 500 Mark, waren einverstanden. Sie haben am Ende für die 110 Quadratmeter 880 habe ich bezahlt kalt. Mit der Hausmeisterei. Genau. Da hat er mir 200 Euro gegeben. Ach so, das dann heißt, ist mir die Hausmeisterei gekündigt worden, wie sein Sohn das Haus gekriegt hat. Dann kommt die Mieterhöhung dazu, die man machen kann. Dann genau, kommt die Modernisierung. Dann habe ich 15% Mieterhöhung gekriegt und dann 238 Euro für einen Lift. Wir rechnen es zusammen, weil jetzt keiner mit dem Stift... Es waren insgesamt fast über 2000 Euro, wo ich dann zahlen musste. Hätte zahlen müssen. Weil Sie sich das hätten nicht leisten können. Konnte nicht, ich bin Witwe. Haben Sie denn versucht, sich zu wehren in dem Sinne? Wir haben uns, da sitzt der Mieterverein München. Kommt doch gleich zu Wort. Die sind, also wir sind ausgesprochen toll vertreten worden, aber die dürfen die leider nicht vor Gericht vertreten. Und dann ist es losgegangen. Dann ist Gutachter, also haben einen Termin gekriegt für einen Gutachter. Wir haben 30-jährige Fenster drin gehabt, zweifach verglast. Es sind dann dreifach verglaste Fenster reingekommen. Dann haben wir einen Gutachtertermin schon gehabt. Dann haben wir einen Gutachter gehabt für, wir haben eben 14 Jahre vorher eine Gasetagenheizung. So, dann ist ein Blockheizkraftwerk reingekommen. Wir merken, wieder 200 Euro mehr und dann noch neue Fenster. Also und das alles innerhalb eines Jahres etwa? Ja, so ungefähr so ein halbes Jahr. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass die Wohnung verkauft wird. Sie das sollte verkauft werden. Also wir haben den Mieter, eben den Vermieter auch gefragt. Er hat gesagt, er hat Ihnen im selben Haus eine Zweizimmerwohnung angeboten, 55 Quadratmeter im Rückgebäude. Ohne Lift. Mhm. Ich bin 90% schwerbehindert. Mhm. Ich muss mit dem Rollator gehen. Und wenn ich schon ausziehe, in meinem Alter, dann muss ich wohnen jetzt in einem sogenannten betreuten Wohnen, im seniorengetreuten Wohnen. Da am Stadtrat von München, Oberföhring. Ja, in St. Emmeran. Genau. Und habe natürlich alles ebenerdig, aber Dusche, wo ja, wenn es wirklich hochkommt. Okay. Und dann habe ich hab da hinten gewohnt. Die Wohnung, die war sowas von kalt. Wir haben Eisblumen gehabt. Im Winter. Mhm. Es ist ein Seitenbau und die hat er mal angeboten. Also es hätte nicht in Frage kommen können für Sie? Überhaupt nicht. Das habe ich verstanden. Sie haben eine Abfindung raushandeln können im fünfstelligen Bereich. Das hat der Mieterverein gemacht. Ja? Darf ich aber leider nicht drüber reden. Ist aber wichtig zu wissen, dass Sie etwas bekommen haben. Das wir ist haben nicht was gekriegt und von daher ist es in Ordnung gewesen, also finanziell.
Und jetzt wohnen Sie da draußen und mussten sozusagen ganz neu anfangen. Man verliert ja mehr als ein. Ich habe keine Küche gehabt, ich habe kein Schlafzimmer gehabt. Aber vor allem haben Sie doch auch Ihre Umgebung verloren, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ganze Nachbarschaft, die. Also, es geht nicht nur mir so, die ganzen Mieter. Es sind ja alle Wohnungen innerhalb von einem Vierteljahr verkauft worden. Also, ich hätte meine kaufen können für 860.000 Euro. So stand es im. Das war mir ein bisschen Internet. Zu wenig. Und, 860.000, ja, dann hast du hier wunderschöne alte Stilmöbel gehabt, alles für eine große Wohnung. Mhm. Wenn du immer in einer 100 Quadratmeter oder noch ein paar mehr Quadratmeter mehr, dann rückst du so ein. Also ganz klar, alles weg. Der Kampf ist verloren. Haben Sie sich eigentlich damit abgefunden? Nein. Das klingt nämlich Nein. so. Also darum bin ich auch heute hier. Normalerweise möchte ich abschließen mit dem Thema. Aber wenn ich diesen Menschen einfach an seinem Image ein bisschen kratzen kann. Das war eine arrogante Art dann am Schluss. Das können wir jetzt nicht klären, weil er nicht da ist. Es ist in Ordnung so. Also, ein junger Mann, der ein Haus geerbt hat mit anderen zusammen, das eben in Eigentum umgewandelt hat, so hat er es uns geschrieben, damit die Erbengemeinschaft dann ausbezahlt werden kann. Er hat das Haus geerbt mit seiner Mutter. Also die sind so zwei, seine Mutter und er. Erbengemeinschaft, ja. Genau. Frau Franz. Ist die Frau Jünke ein außerordentlich seltenes Beispiel für das, was einem Mieter in München-Schwabing passieren kann? Leider überhaupt nicht. Also das war jetzt vor 4 Jahren. Wir haben in den letzten Jahren wirklich so viele, einen solchen Zuwachs an diesen, genau diesen Fällen eben von Leuten, die aus ihren Wohnungen raus müssen, aus ihren Häusern raus müssen, wegen dieser Modernisierungsproblematik. Ja, genau. Das könnte man natürlich sagen, klar, so alte Häuser brauchen eine Modernisierung. Ja. Der Staat hat es ja auch gewollt. Es wird eben steuerlich dann oder es wird so behandelt, dass man 11% die alte Regelung umlegen kann auf die Miete. Ja. Das heißt, in 10 Jahren hat das wieder drin, der Vermieter hat natürlich dann das Geld wieder drin. Es ist so, natürlich gibt es bei diesen alten Häusern einen wahnsinnigen Renovierungsstau. So. Eine Modernisierung, das ist im Gesetz ganz genau geregelt, was wirklich Modernisierungen sind. Und bei diesen Renovierungsstauhäusern ist es ja so, dass das im Grunde Instandsetzungen sind. Und wenn ich eine Instandsetzung mache, dann darf ich überhaupt nichts auf den Mieter umlegen. Ich darf nur dann etwas auf den Mieter umlegen, wenn ich wirklich eine Modernisierung, so wie es definiert ist, nämlich wohnwertverbessernde Maßnahmen, ja, energetische, dann darf ich 11% der Kosten auf den Mieter umlegen, was ein Wahnsinn ist, denn dieses Gesetz stammt wirklich noch aus einer Zeit, wo die Zinsen nicht so niedrig waren, wie sie jetzt sind. Und die Vermieter können sich da ihre gesamte Hütte neu machen auf Kosten der Mieter. Dann wird diese Mieterhöhung, werden eben 11% der Kosten umgelegt und die Mieter zahlen im Endeffekt die gesamte Renovierung. Nach 10 Jahren ist das Geld wieder drin und diese Mieterhöhung bleibt ja. Das war ja nicht das Einzige. Die energetische Modernisierung war das eine. Dann ist dann eben kam der Aufzug Lift, dann dazu, kommt die Treppe, dann kommt peu à peu. Die Heizung dazu. Dann am Ende dann ist es fast verdoppelt. Das ist schon, genau. Aber das ist doch ungewöhnlich viel in so einer kurzen Zeit, oder? Nein, das ist leider auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Es ist, was da ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass es so peu à peu ist. Also was wir immer wieder kriegen, sind einfach diese Modernisierungsankündigungen flattern bei den Leuten rein. Und das sind dann 3-4 Seiten oder auch oft mehr, wo ausführlich dargestellt wird, was nun alles modernisiert wird. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihr Haus modernisieren. Und dann wird, also wir machen Ihnen einen Lift und wir machen Ihnen eine energetische Sanierung. Und es gibt neue Fenster und es gibt, das Dach wollen wir auch noch ausbauen. Und eine neue Heizung kriegen Sie auch noch. Das Einzige ist, dass halt sich die Miete leider um 1.000 Euro erhöht. Da können wir aber nichts dafür. Der Gesetzgeber erlaubt uns das. Und Sie können als Mieterverein nichts dagegen machen? Also anders gefragt, hätte Frau Jünke eine Chance gehabt, in der Wohnung zu bleiben? Es gibt die Möglichkeit, einen sogenannten Härtewiderspruch einzulegen gegen diese Mieterhöhung. Das kann ich machen, muss ich dann wirklich die Hosen runterlassen und muss ganz genau sagen, wie viel Geld habe ich im Monat zur Verfügung, wie viel Geld, wie hoch ist der Prozentsatz dann, die Miete, wie viel meines Einkommens oder meines Nettoeinkommens frisst die Miete auf, das kann ich machen, aber damit habe ich nicht viel gewonnen. Dann habe ich vielleicht am Schluss ein bisschen weniger Mieterhöhung, aber ich habe über 2 Jahre diesen wahnsinnigen Horror von Bauarbeiten im Haus. Ich habe, monatelang das Dixi-Klo im Hof benutzen und habe im Winter keine Heizung. Ich meine, das
kommt ja alles noch dazu. Dieses Recht habe ich. Und das ist ein Schutz, den die Mieter haben. Und das ist auch okay. Aber trotzdem ist damit nicht das Problem gelöst, warum sehr viele... Ganz kurz, warum sehr viele einfach dann mürbe werden und sagen, ich will nicht mehr, ich ziehe jetzt aus. Dann verhandeln Sie eine Abfindung. Und dann handeln wir eine Abfindung raus. Nur damit ist natürlich dem auch wieder Vorschub geleistet, weil dann sind die Leute wieder draußen. Und die 20, oder weiß ich nicht, wenn Sie sagen, fünfstelliger Betrag, ich weiß es auch gar nicht. Ich weiß es nicht, wie viel Sie gekriegt haben, aber das ist doch ein Witz. Also gut, das Geld ist jetzt in dem Fall nicht ganz so vorrangig gewesen. Wir hätten alle gern verzichtet. Ja, natürlich. Aber selbst wenn er mit seiner Mietmodernisierung nicht durchkommt, dann kann er mal alle 3 Jahre erhöhen. 15%. Dann kriegst du alle 3 Jahre 15% und dann bist du noch, ich weiß ja nicht, wie alt ich wäre. Also er hat mir auch 15, entgegen der Zusage seines Großvaters und seiner Mutter, hat er mir 15% erhöht. Also wir haben ihn auch dazu gefragt, er sagt, es gab halt gar nichts Schriftliches, was mit ihm ausgemacht ist. Und er ist der neue Besitzer, kann es machen. Ich muss mal Herrn Gröner fragen, Herr Gröner, das ist also, Sie sind ja selber ein Unternehmer, Sie haben ein großes Unternehmen, Sie investieren, Sie bauen Wohnungen. Ist es verständlich aus der Sicht des Hausbesitzers, der jetzt dahergeht und sagt, ich modernisiere, ich möchte vielleicht auch einfach Eigentumswohnungen daraus machen, verkaufen, eine Erbengemeinschaft auflösen und die auf die Art und Weise das Haus dann eben dann auch machen? Also ganz allgemein ist es immer ein schlechtes Vorgehen, wenn Sie als Unternehmer, Mensch, Bürger in irgendeiner Art und Weise Ihr zukünftigen Reichtum auf der Niederlage und auf der Destabilisierung eines Mieters oder Ähnliches begründen. Das ist allgemein und speziell? Wir müssen, ganz im Speziellen müssen wir den Fall auch mal ganz kurz betrachten in einer Weise. Die 11% sind entstanden zu einer Zeit, wo 5-6% Zinsen normal waren. Es war also keinesfalls so, dass innerhalb von 10 Jahren die Investition zurück war, sondern nehmen Sie an, Sie sind Investor, Sie investieren für 1 Million, zahlen 5 oder 6% Zins, dann sind eben die 5% umgelegt worden, über 20 Jahre sollte das zurückbezahlt werden. Wenn man das so betrachtet, dann hört sich das schon mal ganz anders an. Das Zweite ist, wir haben aber seit ungefähr 10 Jahren eine Niedrigzinsphase und die Politik halt nicht reagiert. Das heißt also, dass man das als Mittel genommen hat, hier, also das halte ich für ein Spekulantentum, ob das jetzt ein Erbe ist, wie auch immer. Mein Unternehmen hat das Glück, wir haben uns nie mit solchen Themen beschäftigt. Wir bauen nur Lücken, nur auf der grünen Wiese. Also das ist Spekulation dann? Für mich ist das eine schlimme Art von Spekulation. Mein Unternehmen würde so etwas nie machen. Und das, wir haben, ich hätte jetzt gedacht, Sie sind vielleicht derjenige, der hier sagt, München, Schwabing, jeder weiß, auch der da noch nie gewohnt hat, ist einer der beliebtesten Bezirke überhaupt in Deutschland. 880 Euro der Quadratmeter kalt. Sind irgendwie umgerechnet, haben wir es mal für 105 Quadratmeter. Sie kommen bei 8,4. Nee, die Miete wäre höher gewesen. Da aber Sie haben ja bis dahin 200 Euro. Genau. Aber Sie haben quasi 8,50 Meter den Quadratmeter bis zum Ende gezahlt. Ja, also das also am Schluss vielleicht auch die Frage, die vielleicht noch ein paar Daten. München hat zurzeit 10,22 Euro Durchschnittsmiete. Also das ist die Durchschnittsmiete vom Statistischen Bundesamt. 10,22 Euro. Wir verwechseln immer die Neuvermietung, die unser großes Problem ist. Und nicht die Mieten im Gesamten. Aber was vielleicht entscheidend ist für die Sache hier, wir müssen uns auch entscheiden, wollen wir an Altbauten ran, CO2-Sanierung machen und wollen wir das ehrlich regeln oder nicht? In diesem Fall sehe ich die Ehrlichkeit nicht, sondern da hat ein Erbe ein Haus genommen, hat es auseinandergenommen und hat den größten Profit rausgeholt. Das ist immer ein schlechter Rat. Finden Sie sogar nicht gut? Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist diese Art von Spekulation in jeder Hinsicht, ob Sie Grundstücke spekulieren oder mit Wohnung spekulieren, bringt unseren Ruf in Mitleidenschaft. Und wir wollen das nicht als Wohnungsunternehmen, denn damit kommen wir in ein Licht, in dem wir auch nicht zu Hause sind. Frau Dreyer, hätte denn die Mietpreisbremse Frau Jünke geholfen? Es geht jetzt vielmehr um die Modernisierungsumlage, über die wir jetzt im Moment gerade sprechen. Und ich sage jetzt mal sehr ganz allgemein, dass Menschen einen Anspruch darauf haben, auf bezahlbaren Wohnraum. Und Frau Jünke ist ein gutes Beispiel oder ein schlechtes Beispiel, welche Situation wir zurzeit in unseren Ballungsräumen haben. Es ist kein Einzelfall. Wir haben auch die Familien, die sich vergrößern wollen, die keinen Wohnraum finden, keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Und das ist ebenso kein guter Zustand. So kann es keinesfalls bleiben aus meiner Sicht. Und wir haben erlebt jetzt über die letzten Jahre, dass der Markt das eben nicht regelt. Deswegen sondern haben Sie dass ja wir die tatsächlich auch etwas tun gemacht. Müssen. Hätte Und Sie das... Das würde mich wirklich interessieren. Hätte die Mietpreisbremse Frau Jünke geholfen?
Die Modernisierungsumlage, über die sprechen wir in diesem Zusammenhang. Denn es ging ja immer um das Argument, dass der ursprüngliche Vermieter modernisiert hat und die Umlage komplett auf die Mieter abgewälzt hat. Und das in einer wirklich auch unmoralischen Höhe. Und deshalb war unser Ansatz jetzt auch mit dem Mieterschutzgesetz, das ist den Mieter besser zu schützen und die Modernisierungsumlage zu verändern. Erstens mal in diesen Ballungsräumen oder in den angeheizten Wohnungsmärkten tatsächlich von 11 bis 8% runter zu setzen und zum anderen eben auch eine Kappungsgrenze einzuziehen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass beide Instrumenten anzuwenden sind, um tatsächlich solche Auswüchse nicht zu erleben. Aber ich sage noch etwas. Ich muss auf meine Frage bestehen, seien Sie mir nicht böse. Hätte das wirklich funktioniert? Die 8% sind immer noch zu viel. Nein, die Frage ist, hätte die Mietpreisbremse in diesem Fall, weil wenn ein Vermieter doch entschlossen ist, die Wohnung umzuwandeln in Eigentum, macht das über die Modernisierung oder andere Dinge, es wird immer einen Grund geben. Nein. Der Anfang der Geschichte war nicht die Umwandlung ins Eigentum, sondern der Anfang der Geschichte war, dass häufig modernisiert worden ist und die kompletten Kosten umgelegt worden sind auf die Mieter. Und ich denke schon, dass das neue Instrument natürlich eine Wirkung haben wird, dass es reduziert ist, dass man nur 8% umlegen kann und durch die Kappungsgrenze eben eine zusätzliche Begrenzung in dieser Sache reinbekommt. Und das ist schon eine Geschichte. Und der zweite Satz, den ich sagen wollte, wenn klar ist, dass jemand herausmodernisiert wird, sieht ja die neue Gesetzgebung auch vor, dass es tatsächlich jetzt auch Bußgeld bewährt ist und dass es Ansprüche gibt auf Schadensersatz. Das würde Frau Jünker in der Situation nicht helfen, in ihrer Wohnung bleiben zu können. Aber es ist schon, glaube ich, ein Statement vom Gesetzgeber, wenn er sagt, wir achten darauf, ob jemand Menschen wirklich bewusst herausmodernisiert. Und natürlich muss man da einen Riegel vorschieben. So, Sie haben einen Riegel vorgeschoben vor 3 Jahren. Wir wollen einen Moment bei dieser Mietpreisbremse bleiben. Wir wollen nach der alten Mietpreisbremse fragen und auch nach dem, was die SPD als Neues vorschlägt. Erklären Ihnen aber vielleicht vorher noch mal ganz kurz zusammengefasst, worüber wir hier überhaupt reden. Die Koalition hat endgültig den Weg für die sogenannte Mietpreisbremse freigemacht. Es sollte die Lösung gegen Wohnungsnot und explodierende Mieten sein. Die Mietpreisbremse, eingeführt 2015. Bei Neuvermietung darf die Miete maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ausgenommen davon sind Neubauten und umfassend sanierte Wohnungen. In der Praxis erweist sich die Mietpreisbremse als unwirksam. Die Mieten steigen in begehrten Wohnlagen weiter rasant an. Auch deswegen beschließt die Bundesregierung letzte Woche eine Reform der Mietpreisbremse. Vermieter sollen ab sofort unaufgefordert über die Höhe der Vormiete Auskunft geben. Außerdem sollen nur 8 statt bisher 11% der Modernisierungskosten auf die Miete umgelegt werden dürfen. Die SPD geht noch weiter. In einem 12-Punkte-Plan forderten die Sozialdemokraten am Wochenende unter anderem einen Mietenstopp. In den nächsten 5 Jahren sollen Mieten nur noch in Höhe der Inflation steigen. Werden solche Maßnahmen den Mietern helfen? Da frage ich erstmal den Mieterverein, der vielleicht einen ganz guten Überblick hat. Die Mietpreisbremse, jetzt erst einmal die alte, hat das irgendwo funktioniert? Oder frage andersrum, warum hat es nicht funktioniert? Das hat aus dem einfachen Grund nicht funktioniert, weil die Mieter selber ja diese Mietpreisbremse ziehen oder treten mussten. Und das ist immer, davor sind sie alle zurückgeschreckt. Wir hatten sehr viele Fälle, die kamen zu uns, haben gesagt, sie haben einen neuen Mietvertrag abgeschlossen. Wir haben gesehen, oh, das ist aber oberhalb der Grenze. So viel darf der Vermieter gar nicht verlangen. Dann müssen wir aber jetzt eine Rüge gegenüber dem Vermieter schreiben. Und das scheuen die Mieter natürlich. Dann sagen sie sofort, habe ich jetzt endlich eine Wohnung und dann habe ich gleich wieder Ärger mit meinem Vermieter, was droht mir denn da? Und das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum diese Mietpreisbremse einfach nicht funktioniert hat. Mal unabhängig von den ganzen Ausnahmen, werden sie eh nicht gegolten. Modernisierung zum Beispiel ist eine Ausnahme. Genau, Neubau. Energetische Modernisierung. Genau, deswegen hätte es da auch wahrscheinlich nicht so viel gebracht, weil dann der Vermieter sowieso, weil Sie vorhin gefragt haben, hätte die Mietpreisbremse da was geholfen? Nee. In dem Fall ja sowieso nicht, weil das gilt ja nur für Neuvermietungen. Und da gilt es eben dann auch nur, wenn es eben keine umfassende Modernisierung vorhat. Frau Weidenfeld, als Wirtschaftsjournalistin betrachten Sie sehr genau, was die Bundesregierung so tut. Jetzt ist da eben nach 3 Jahren nachgebessert worden, angeschärft, sagt die Justizministerin. Wird denn das neue Regelwerk, was das Kabinett beschlossen hat, sollte es denn dann auch durchgehen durchs Parlament, wird das helfen?
Wahrscheinlich eher nicht. Also wenn man sich ein Instrument anguckt, was nicht funktioniert und dann sagt man, jetzt mal setzen wir noch einen drauf und hoffen, dass es dann funktioniert. Also zum Beispiel dadurch, dass die Mieter eben wissen müssen, was die Vormiete war oder dass eben die Sanktionsmechanismen intensiver werden. Wahrscheinlich wird das genauso wenig funktionieren, weil es gibt ja zu wenig Wohnungen. Also wenn man anfangen würde zu sagen, jetzt sollen die Neumieter praktisch bei Vertragsabschluss schon sagen dürfen, das ist mir aber zu viel, dann wird eben in Zukunft der Abstand größer werden. Oder man versucht in anderen Richtungen die Miete eben zu erhöhen oder auf sein Geld zu kommen. Also nach meinem Dafürhalten ist es ein Instrument, was in sich nicht funktioniert und in sich korrupt ist. Und es ist eben einfach falsch, dann noch einen draufzusetzen und zu sagen, jetzt machen wir es noch schärfer, dann wird es wohl irgendwann mal funktionieren. Mhm. Frau Dreyer, es ist falsch, etwas zu verschärfen, was auch schon vorher nicht funktioniert hat? Nein, ist natürlich nicht falsch. Wir haben ja erkannt, an was es gehangen hat in der Vergangenheit. Und es ist natürlich richtig, dass wir sie anschärfen, die Mietpreisbremse, und den Mietern und Mieterinnen auch die Möglichkeit geben, erstens mal, dass den Vermieter wird jetzt verpflichtet, deutlich anzugeben, dann beim Abschluss des Vorvertrages, welche Miete er genommen hat und warum er eben über dieser 10% ist oder ob er es ist. Und zum Zweiten ist natürlich auch das Instrument der Rüge total vereinfacht worden, denn vorher hatte der Mieter ja die Beweislast, musste einen unglaublichen Aufwand betreiben und jetzt muss er einfach nur rügen, wenn er weiß, dass die Miete zu hoch ist. Aber ich möchte gerne noch etwas dazu sagen. Es wäre ein bisschen wenig, wenn wir nur beim Mieterschutz auf die Mietpreisbremse setzen würden. Es ist ein Modul in einem ganzen Paket. Und natürlich setzen wir auch auf die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Und deshalb wollen wir unbedingt ja auch den Ausbau und die weitere Forcierung des öffentlich geförderten Wohnungsraums. Beides gehört zusammen. Wir brauchen Mieterschutz und wir brauchen auf der anderen Seite mehr Wohnraum. Ich sortiere ganz schnell und sage nur einfach auch für unsere Zuschauer, wir beschäftigen uns erst einmal im ersten Teil dieser Sendung wirklich mit der Frage, wie kann man Mietpreis bremsen oder stoppen? Und danach wollen wir darüber reden, wie schafft man neue Wohnungen. Also wir bleiben jetzt erstmal. Das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber Frau Dreyer, ich glaube, man muss, also wenn Sie sich ehrlich machen würden, dann würden Sie sagen, wir haben zwei große politische Ziele, die da in einem Konflikt sind, die wir nicht auseinanderkriegen. Nämlich auf der einen Seite zu sagen, wir müssen in den nächsten 10 Jahren im Wohnungsbereich die Wärmewende schaffen. Also wir müssen es schaffen, dass Wohnungen in Deutschland energetisch saniert sind. Und dazu haben wir vielleicht untaugliche Methoden geschaffen, wie man das auf die Mieter verteilen kann. Und auf der anderen Seite möchte man preisgünstigen Wohnraum haben. Werden. Das geht kurzfristig nicht zusammen. Und wenn es ehrlich wäre, würden Sie doch eher sagen, naja, wir haben im Moment eine extrem angespannte Situation. Die wird vielleicht in 3 oder 5 Jahren, wenn all das, was wir an Neubau versprochen haben, realisiert ist, dann eben sich auch erleichtern. Und das wird eben auch in den Ballungs- dahin kappen wir die Wärme dem? Nee, aber ja, zum Beispiel, bis dahin setzen wir eben einfach die Pflicht, energetisch zu sanieren, wenn ich eine größere Umbaumaßnahme in meinem Haus machen will. Die setzen wir bis dahin einfach mal aus. Aber die Rechnung geht ehrlich gesagt auch nicht auf. Ich gebe Ihnen ja zu, dass es schwierig ist. Wir haben natürlich alle ein Interesse daran, dass Mieter und Mieterinnen sollen ja nicht Bewohner zweiter Klasse sein, sondern sie sollen auch eine Möglichkeit haben, mit Blick auf ihre Nebenkosten teilzuhaben an der energetischen Sanierung. Und deshalb müssen wir natürlich auch Modernisierung in der Zukunft haben. Und trotzdem brauchen wir einen neuen Verteilmechanismus, inwieweit Kosten der Modernisierung komplett umgewälzt werden können auf die Mieter und Mieterinnen. Ich gebe Ihnen ja zu, dass das schwierige Entscheidungen sind. Ich glaube nur, dass es viel, viel schneller wirken würde, als eine Mietpreisbremse noch mal zu verstärken, bei der man auch in Zukunft nicht weiß, ob sie funktioniert und die auf keinen Fall auch die Mieter, über die wir ja eigentlich reden und über die man sich Sorgen machen muss, nämlich diejenigen, die 6, 7 und 8 Euro nicht bezahlen können, die wird sie nicht schützen. So, aber das, was die SPD jetzt vorschlägt, könnte die schützen. Ich frage mal den Grünen in dieser Runde. Der Mietenstopp, der jetzt in diesem 12-Punkte-Papier der SPD, also nochmal zum Verständnis, das sind Vorschläge, 12 davon, einer davon ist Mietenstopp, der sagt, die Miete soll einfach in den nächsten 5 Jahren, glaube ich, nur noch so viel steigen, wie die Inflation steigt. Im Moment sind wir bei 1,2 Prozent. Knapp 2 Prozent. Ist das, glauben Sie, Herr Schmidt, wäre das eine gute Möglichkeit, Mietenstopp zu sagen, das schützt die Mieter? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das ja nur für den Bestand, nicht für den Neubau. Genau. Es ist im Grunde vielleicht eine gute Ergänzung zum Mietspiegel. Der ist ja auch schon nicht schlecht. Also insofern, juristisch ist das noch nicht ausgearbeitet, was Sie da vorgeschlagen haben. Kann ich es gar nicht einschätzen, klingt erstmal gut. Mhm. Die anderen 11 Punkte, das sind alles Dinge, die viele fordern. Und wir haben das schön nochmal zusammengefasst. Aber es fehlen auch ein paar Sachen. Und ich finde, dass wir mal
uns auch ehrlich machen müssten, denn diese Idee, wir wollen ja nicht über Neubau sprechen, aber Sie haben es eben gerade getan. Nein, stopp, wir machen es gleich. Ja, aber deswegen, ich bin bei Bestandsmieten. Wir warten, wir müssen erstmal abwarten, bis Angebot und Nachfrage sich ausgeglichen haben, wegen Neubau eben. Das funktioniert eben so nicht. Wir haben seit 10, 15 Jahren die Renaissance der Innenstädte. Alle Leute wollen wieder in die Innenstädte kommen. In Berlin haben wir eine Nachholen quasi. Das, was in Paris, London schon längst passiert ist. Da kommt ein Boom rein, ein Sog. Die Immobilienwirtschaft, da gibt es Leute, die machen Vorträge, sagen, da ist ein runder Kreis, da will das Geld rein, da wollen alle leben, da ist Kultur, das sind kurze Wege. Ihr müsst dort das Angebot schaffen für diese Leute, die das Geld zahlen und so weiter. Das heißt, das Ausbluten der Innenstädte, das ist eigentlich vorprogrammiert, wenn man da nicht radikal gegensteuert. Und da hilft es nicht, das Angebot Nachfrage sich irgendwann ausgleichen, sondern die müssen wir schützen. Ganz einfach. Da gibt es Instrumente. Und ich habe jetzt in Friedrichshain-Kreuzberg seit anderthalb Jahren da die Chance, sind. Das zu gestalten. Ja. Und wir haben es eben geschafft, dass wir das, was in München eigentlich auch passieren könnte, zu radikalisieren. Wir haben Milieuschutzgebiete. Was hätten Sie denn im Fall von Frau Jünke gemacht? Es hätte eigentlich ein Milieuschutzgebiet sein müssen. Und dann wäre die Umwandlung in Eigentumswohnungen ein kleines bisschen erschwert gewesen. Es wäre auch nicht so einfach zu modernisieren gewesen. Man hätte dann das kappen können. Also diese Mieterhöhung kann es in Kreuzberg überhaupt nicht geben. Was ist denn ein Milieuschutzgebiet? Vielleicht erklären Sie das mal. Das ist, es gibt Instrumente im Baugesetzbuch. Frau Jünke ist ja nicht Teil des Milieus. Das Baugesetzbuch hat so einige Schätze. Also man muss manchmal nichts Neues erfinden, sondern das, was da ist, richtig anwenden. Und es gibt einen Paragraph, der ermöglicht es, über ein Gebiet, wo man feststellt, wissenschaftlich, da ist ein Aufwertungs- und ein Verdrängungsprozess im Gange oder eine große Gefahr, da kann man eine Satzung drauflegen und dann kann man dort bauliche Maßnahmen, Modernisierung eben, die in Richtung Luxusmodernisierung gehen, die kann man dann, was die Umlage betrifft, kappen. Zum Beispiel haben wir es geschafft mit einem großen Unternehmen, der Deutschen Wohnen. Ich sag mal so pauschal geschätzt, die Umlage von 11 auf 3-4% abzukappen über einen Vertrag. Von der Modernisierung, was man dem Mieter quasi drauflegen kann. Und das waren 4.000 Wohnungen, das sind über 2% unseres Bestandes. Aber das heißt, erst einmal muss da jemand hergehen und sagen, Schwabing, Kurfürstenstraße, das ist jetzt Milieuschutz. Und dann kann man eben als Staat so Sondermaßnahmen ergreifen. Die Wohnung hat die Stadt Berlin, das Land Berlin, vorher an Investoren verkauft. Vielleicht muss man mal auch der Sache auf den Grund gehen. Land hat sträflich gehandelt, ob Dresden, ob Berlin und so weiter, und hat erstmal sozusagen die eigenen Bestände rausverkauft, um sich heute der Situation klar zu werden und dafür irgendwelche private Investoren schuldig zu machen, dass sie fehlgehandelt haben. Und hier muss einfach mal der Politik gesagt werden, es ist kein Investor, es ist kein Spekulant, der dort daneben gelegen hat, sondern das waren die Kommunen, die im großen Stil sozusagen ihr Tafelsilber verkauft haben. Das kann man Frau Dreyer, glaube ich, fragen, weil Frau Dreyer war mal Bürgermeisterin, sie war mal Arbeits- und Sozialministerin, sie ist Ministerpräsidentin. Das stimmt ja. Es gab einen unglaublichen Schub, wo es immer hieß, der Staat muss privatisieren. Staatliche, kommunale Wohnungen wurden verkauft. Hat Herr Gröner da einen Punkt? Also wir hatten tatsächlich in der Gesellschaft eine Zeit, in der wir dem Markt ziemlich viel zugetraut haben. Und das war auch die Zeit, auch aufgrund der finanziellen Situation von Kommunen und von Ländern und vom Bund, dass man gesagt hat, man privatisiert vieles. Das würden wir in dem Maße heute vielleicht nicht mehr tun. Aber ich sage auch ganz klar, das Vertrauen, und jeder hat es ja auch gesagt, in den Markt, das wurde uns ja damals beschworen. Und heute muss man feststellen, dass der Markt es eben nicht zustande gebracht hat, dass wir bezahlbaren Wohnraum haben. Insofern ist das gar keine Schuldzuweisung, sondern eine schlicht und ergreifend eine Feststellung. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir jetzt wieder viel, viel stärker einsteigen. Viele Kommunen haben von uns Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsgenossenschaften. Wir unterstützen das als Land und geben auch Geld da rein. Und das ist der richtige Weg, den man gehen muss, weil wir sehen, nur zusammen wird das Ganze dann am Ende wirklich auch ein Ganzes. Sie sind mir trotzdem, jetzt haben wir quasi die Geschichte aufgearbeitet noch ein Stück weit, um zu wissen, warum es hier so toll ist. Ich würde trotzdem mal gerne den Mietenstopp, weil ich es schon eine interessante Idee finde und weil es auch den Eigentümerverband gibt von Haus und Grund, der das gelesen hat, was die SPD plant. Und dann geht er auf die Barrikaden in einer ziemlich unglaublichen Weise, der sagt, solche Vorschläge, solche Maßnahmen haben wir bisher nur aus totalitären Systemen gekannt. Das heißt, er wirft Ihnen im Prinzip Kommunismus, Sozialismus vor. Darf der Staat so drastisch eingreifen? Ist das der Punkt, an dem wir sind, wo Sie sagen, ja? Ich sag mal, also der Vergleich ist natürlich unzulässig, aber ich sage auch sehr deutlich, Wohnen, wir reden nicht über irgendetwas, wir reden über Wohnen. Und Wohnen ist etwas sehr, sehr Grundsätzliches. Ja.
Jeder Mensch muss einen Anspruch darauf haben, sein Leben gestalten zu können. Das heißt, auch dort in seinem Umfeld leben zu können, wo er aufgewachsen ist, wo er es wählt, wo er sein Umfeld hat. Und es kann nicht sein, dass wir in den Ballungsräumen, über die wir jetzt sprechen, inzwischen eine Selektion haben und viele Menschen, deren Beheimatung es einmal war, nicht mehr die Chance ist, dass sie dort wohnen. Und deshalb, sage ich, ist der Zeitpunkt einfach da. Wir haben übrigens schon in der letzten Legislaturperiode damit begonnen, als SPD, dass wir sagen, der Staat muss an bestimmten Stellen auch eingreifen, um diese Situation wiederherzustellen, dass jeder Mensch wirklich auch die Möglichkeit hat, bezahlbar dort zu wohnen, wo er es gerne möchte und wo er auch immer gelebt hat. Frau Weidenfeld, Mietenstopp. Also, wenn man liest, dass die Mieten seit 2004 in den 7 größten Städten Deutschlands, das sind München, Berlin, das ist Köln, das ist, aber es gibt dann eben kleinere Städte, aber in diesen großen Städten ist es bis um 73% gestiegen. Verstehen Sie oder ist es dann nicht notwendig, dass der Staat dahergeht und jetzt zum Beispiel sagt, ja, jetzt nur noch Inflationsausgleich bei Mieterhöhungen? Ich kann sehr gut verstehen, dass sich Politiker Sorgen um den Wohnungsmarkt machen. Und ich kann auch sehr gut verstehen, dass Sozialdemokraten sagen, unsere Klientel, unsere Leute sind die Mieter und auf die gucken wir ganz besonders. Aber ich glaube, wo man auch ganz genau hinschauen muss, ist doch die Frage, auf wen schaut man? Sie sagen, wir gucken auf diejenigen, die schon Wohnungen haben, auf die, die sollen vor Mieterhöhungen geschützt werden, die sollen nach Möglichkeit da wohnen bleiben können, wo sie wohnen wollen. Und Frau Dreyer, Sie wissen ganz genauso wie alle anderen, dass nicht jeder in München am Odeonsplatz wohnen kann und dass auch nicht jeder in Berlin am Pariser Platz wohnen kann. 70 Jahre hat sie da gewohnt. Naja, aber ich meine, trotzdem ist doch relativ klar, dass es Wohngegenden gibt und schon immer gab, die nicht für jeden zugänglich waren. Und damit haben die Sozialdemokraten auch ganz gut gelebt. Und die Frage, ob man am Ende sagt, man kriegt einen, also 600.000 Wohnungen könnten in Deutschland, in den Großstädten, in den Zentren, von denen Sie gesprochen haben, sofort gebaut werden, wenn man sagen würde, jeder Aldi, jeder Lidl kriegt einfach noch ein Dach oben, eine Etage obendrauf mit Wohnungen. Wenn man eben bereit wäre, Aufstockungen hinzunehmen, wenn man nachverdichten würde. Das ist alles im Interesse neuer Mieter und neuer Bewohner und nicht im Interesse alter Mieter und alter Bewohner. Widerspricht keiner, aber solange die nicht gebaut sind, was machen wir mit den Mieten? Sagen Sie, also wenn ich Sie richtig verstehe, soll der Staat da auf solche Mittel verzichten wie Mietenstopp? Warum denn? Der Staat soll dafür sorgen, dass Menschen, die bauen wollen, die bauen können, dass Reserven genutzt werden. Und wenn man hingeht und sagt, aber ihr kriegt auf jeden Fall nur 2% mehr Miete pro Mieterhöhungszyklus, dann sagt man den Bauherren, ihr bleibt mit eurem Investment, wo ihr wollt, aber auf jeden Fall nicht bei uns. Stimmt das, Herr Grüner? Jetzt muss ich das noch mal sagen. Ich glaube nur, dass man da aufpassen muss. Man muss aufpassen, dass man nicht Leute aussperrt, die man eigentlich braucht. Es ist zu einfach zu sagen, das ist unser Klientel. Inzwischen ist das Thema Mietpreise, er hat wirklich Raum gegriffen, dass nicht nur bestimmte Leute davon betroffen sind. Und ich sage ganz ehrlich, es ist auch im allgemeinen Interesse, dass unsere Städte nicht nur eine bestimmte Bewohnerstruktur haben, sondern dass unterschiedliche Bewohnerstrukturen dann leben. Und deshalb ist es wichtig, dass man jetzt einfach mal sagt als Staat, wir müssen das jetzt mal bremsen, auch mehr Wohnungen bauen, bin ich ganz bei Ihnen, und dafür sorgen, ja, dass es mit dem Mietpreis etwas anders sich entwickelt. Dann machen Sie es doch so. 1990 gab es 5.000 Bauregeln, heute gibt es 20.000. Die sind Frau Weinfeld, Sie sind einen Schritt zu weit. Wir wollen sofort über das Bauen reden. Ich habe zwei kleine Fragen vorneweg noch, weil es wird ja trotzdem, selbst wenn man jetzt sagt, also jeder Supermarkt wird sofort bebaut und alle Grünflächen, die es gibt, wird es dauern. Das stimmt nicht. Moment mal, bis dahin. Widersprechen. Das stimmt nicht. Ich kann Ihnen da ganz vehement widersprechen. Gleich eine Frage an Sie, aber erst einmal bis dahin an Frau Weidenfeld. Soll der Staat bis dahin den Bestandsmieten, der Explosion der Bestandsmieten zusehen? Oder gibt es eine andere Alternative? Gibt es irgendwas, was der Staat machen kann? Absolut, Wohngeld. Wohngeld. Genau. Die Frage ist doch, bremst man den Wohnungsmarkt und den Neubau oder sagt man, wir werden eben für die Zeit, in der tatsächlich diese Not herrscht und in der diese Wohnungsnot auch herrscht, eben denjenigen, die tatsächlich arm sind, einen höheren Zuschuss geben. Und das würde ich für total in Ordnung halten. Finden Sie nicht in Ordnung, Frau Dreyer? Nein, weil wir können eigentlich nur damit umgehen, dass wir sowohl Objektförderung machen als auch Subjektförderung. Aber wenn wir nur das Wohngeld erhöhen,
gewinnen wir gar nichts im Ergebnis her, außer dass das Bauen noch teurer wird in Zukunft. Also wir gewinnen nicht, dass die Menschen wirklich dauerhafter in ihren Wohnungen bleiben können und die Mietpreise nicht weiter steigen, sondern wir verteuern das Wohnen zusätzlich. Das sind die Mechanismen der Vergangenheit. Mit dem Wohngeld. So, Herr Wohngeld sinkt keine einzige Miete. Nein, die Mieten sinken halt nicht, aber Frau Jünke würde sich die neue Miete von ihrem Vermieter leisten können, wenn sie Wohngeld bekäme. Ja. Das glaube ich nicht. Können Sie doch mit demselben Geld das Haus kaufen als Staat. Genau. So, also genau da kommen wir jetzt hin. Wenn Sie erlauben, Herr Gröner, das, was Sie als Widerspruch haben und auch Herr Schmidt, das, was Sie jetzt sagen wollen. Wir würden gerne einen Moment ganz kurz nehmen, um Ihnen, den Zuschauern, die nicht in Berlin wohnen und diesen Streit vielleicht gar nicht verfolgt haben, einen Einblick darin zu geben. Hier sitzen zwei Männer, die beide sagen, ja, und darauf können sich die ganze Runde einigen, bauen, bauen, bauen. Das ist das Gebot der Stunde. Nur diese beiden Männer sind gerade öffentlich darüber in Streit geraten, wie man baut. Und Sie sind so sehr darüber in Streit geraten, dass ich mich freue, dass Sie hier gemeinsam sitzen. Das war nämlich gar nicht mehr zu erwarten. Unterschiedlicher können zwei Kontrahenten nicht sein. Christoph Gröner, Multimillionär und einer der größten Bauunternehmer Deutschlands. Wohnsitze in Berlin, Köln und an der Côte d'Azur. Reist im Privatjet um die Welt. Er beschäftigt 500 Mitarbeiter, baut ganze Stadtviertel. Florian Schmidt, grüner Baustadtrat von Berlin-Kreuzberg. Er fährt zur Arbeit mit der U-Bahn, lebt mit seiner Frau und zwei Kindern auf 65 Quadratmetern in einer unrenovierten Mietwohnung. Der eine möchte als privater Immobilienentwickler möglichst schnell und unkompliziert seine Gebäude hochziehen. Der andere möchte jegliche Spekulation mit Wohnraum stoppen, kauft Mietshäuser vom Markt mit Steuergeldern. Ihr Streit um ein leerstehendes Hochhaus mitten in Berlin, das frühere Postcheckamt, ist jetzt eskaliert. Gröner will hier hunderte Wohnungen bauen, teure Lofts und Sozialwohnungen, aber auch Gewerbe. Der grüne Baustadtrat will den neuesten Plan nicht genehmigen und wirft dem Investor vor, Gröner möchte einen Tower für die Reichen errichten. Christoph Gröner will sich das nicht gefallen lassen und protestiert dagegen, mit einem meterhohen Plakat am Hochhaus. Sein Vorwurf: Rot-Rot-Grün in Berlin verhindere den Bau von Wohnungen. Bauinvestor gegen Baustadtrat. Wer setzt sich durch auf dem Wohnungsmarkt? Herr Schmidt, vielleicht erst einmal, um zu sehen, wer den Blick auf den anderen hat. Werfen Sie Herrn Gröner vor, dass er als Bauinvestor vor allem einfach und vielleicht auch schließlich an seinen eigenen maximalen Profit denkt? Oder macht er auch was fürs Allgemeinwohl? Ich glaube schon, dass Herr Gröner das tut. Profit oder aber er bewegt sich in Deutschland nun mal auch in einem rechtlichen Rahmen, der das Allgemeinwohl zu einem gewissen Grad schon beinhaltet. Also er denkt nur an Profit? Ja, ich weiß es nicht. In seinem Herzen glaube ich nicht. Ja? Aber als Unternehmer agiert er schon so. Das ist, glaube ich, auch die Philosophie vom Unternehmertum in Deutschland. Und jetzt können wir mal auf diesen Fall schauen. Moment, stopp. Darf ich ganz kurz erstmal Herrn Gröner fragen? Geht es Ihnen um maximalen Profit? Ist es Ihnen ganz egal, was drumherum passiert? Das ist völliger Unfug. Und ich möchte vielleicht noch mal auf das, was gerade gesagt wurde, eingehen. Was ganz wichtig ist, was wir sofort machen könnten und was sofort auf Mieten wirken würde, ohne dass Sie eine einzige Wohnung bauen, ist: Spekulation ist eine Wette in die Zukunft. Und solange die Kommunen allen Bürgern in Deutschland auch den Investoren vormachen, dass sie nicht in der Lage sind, Baurecht zu schaffen und Bauland freizugeben. Solange hat derjenige, der in die Zukunft wettet, dass die Baupreise steigen, also dass die Grundstückspreise steigen, die Möglichkeit, einen höheren als gerechtfertigten oder marktfähigen Preis zu nehmen. Ich bin das bedeutet, bei Ihnen, wenn wir ein Gesetz schaffen, zum Beispiel, dass wir in 2 Jahren Baugenehmigungen bekommen, dass wir so und so viel Bauflächen freimachen, dann geht diese Perspektive heute verloren. Das bedeutet, dass wir dann die Spekulanten, die Grundstücke innehaben, uns nicht freigeben, weil sie auf höhere Preise hoffen, in die Lage versetzen, muss wissen für den Zuschauer. Eine Wohnung besteht nicht aus dem Baupreis und ein bisschen Grundstück. In München kostet das Grundstück so viel und der Baupreis ist so klein. Das heißt, die Kalkulation heute von Wohnungen, die heute an den Markt gehen, die heute gebaut werden, und wir haben 1,2 Millionen Menschen, die Wohnungen suchen. Und deswegen ist das eigentlich eine Lachveranstaltung. Wir diskutieren über Menschen, die alle 13 Jahre umziehen. Wir haben 1,2 Millionen Menschen, die suchen heute eine Wohnung. Und wir fabulieren und sagen, wir werden jetzt mal die Mieten anhalten und dafür Sorge tragen, dass in wenigen Jahren mit irgendwelchen Mitteln, übrigens mit teureren Mitteln,
Wenn das Land baut, in die Kommune baut, wird die Wohnung günstiger. Sie kostet aber viel mehr. Schauen Sie den BER an. Schauen Sie sich all die Versuche der Kommunen an, die heute in Deutschland tätig sind. Sie sind niemals günstiger, als wir es tun können. So. Und dann die Frage zu stellen, wenn ich zum Beispiel in diesem Objekt 55 Wohnungen preisgedämpft angeboten habe, ohne jede Not, wenn wir sozusagen die Sozialkomponente in dem Projekt überfüllt haben und der Herr Schmidt nicht zugegriffen hat, um hinterher zu sagen, ich hätte in Gier oder ich würde als Unternehmer stetig in Gier sein. Der deutsche Mittelstand ist einer. Erlauben Sie mir, dass ich sortiere, was Sie jetzt gerade, weil Sie haben jetzt eine lange Rede gehalten, wo Sie sozusagen alles nochmal ausgebreitet haben. Sie sind nicht derjenige, der Bauland kauft und das quasi brach liegen lässt, um das, deswegen nehmen wir den Teil erstmal raus, besprechen den später. Wir wollen über das reden, was Sie machen. Dann reden wir halt jetzt direkt darüber. Also, es gibt ein leerstehendes Haus in Berlin. Es ist in Ihrem Bezirk, Herr Schmidt, ein Hochhaus. Herr Gröner möchte da hunderte von Wohnungen bauen. Warum blockieren Sie das? Was werfen Sie ihm vor? Das ist ganz einfach. Wir sind gemeinsam in ein Bebauungsplanverfahren eingestiegen. Also damit hat die Kommune, der Bezirk, den Willen bekundet. Er hat gekauft erstmal. Ja, genau. Er hat es gekauft, dann wurde besprochen, zwei Jahre lang, was soll da ungefähr passieren. Ja, und dann haben wir als Kommune sozusagen ein Bebauungsplanverfahren in Gang gesetzt und haben damit den Willen bekundet, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit Herrn Gröner umsetzen wollen. Dann gibt es eine etwas komplizierte Geschichte, dass eben hier eine Regelung, wie viel Prozent von neuem Wohnraum dann sozialer Wohnraum sein soll, hat sich geändert. Aber Sie müssen es erklären. Es ist einfach so, wenn jemand baut Wohnungen, dann wird er von Ihnen erst einmal angehalten, so, du darfst teure Wohnungen bauen, aber du bist verpflichtet, auch günstige zu bauen. Genau. Die Regelung, wie viel günstige, hat sich geändert. Das Problem ist, die hatte sich geändert. Das spielte eigentlich gar keine Rolle erst einmal. Aber es gab dann ein halbes Jahr, bevor die sich änderte, eine Änderung des Konzeptes, einseitig von Herrn Gröner verkündet, die letztlich politisch nicht mitgetragen wollte. Was hat er denn geändert? Er hat den Wohnanteil reduziert. Er wollte weniger Wohnungen bauen. Und stattdessen mehr Gewerbe bauen. Weil Gewerbe, also ich sage das jetzt mal abstrakt, Investoren sagen mir mittlerweile auch, das ist mittlerweile rentabler, Gewerbe zu bauen, Büros, dieser Markt geht auch nach oben. Okay. Und da habe ich keine soziale Auflage. Also wurde das geändert und schließlich sind wir auf diese Frist zugelaufen und es war dann einfach nicht möglich, innerhalb dieser Frist das Ganze zu einem Abschluss zu kommen. Da sagt er, ich bin schuld. Ich sage, er ist schuld. Wenn Sie mir erlauben, ist tatsächlich kommt das, der Punkt, jetzt genau im Kuddelmuddel ist, interessiert nicht. Aber genau, das Prinzip interessiert. Der Punkt ist folgender. Den Kompromiss, den ich ausgehandelt hatte, nachdem Herr Gröner gesagt hat, wir wollen das Konzept ändern, der beinhaltete immer noch denselben Anteil in der absoluten Fläche an bezahlbaren Wohnraum wie vorher. Das war ein gar nicht so schlechter Kompromiss. Den hat aber leider die Politik insgesamt nicht gutiert, weil da auch einige Schwächen drin waren. Zuerst sollte nämlich 22.000 Quadratmeter kommunales Eigentum werden. Dann sollte auf einmal da wieder ein Teil nicht mehr kommunales Eigentum werden. Am Ende sind wir aber auf diese Frist zugeschritten. Und durch dieses, sagen wir mal, hin und her, war es dann auf einmal so, dass die C-Gruppe gesagt hat, jetzt machen wir nur noch statt 22.000 17.000. bezahlbaren Wohnraum. Und das sind 5.000 Quadratmeter weniger für bezahlbare Wohnungen. Aus meiner Sicht, im Nachhinein... Hoffentlich versteht das jemand. Ja, es ist schwierig, aber wenn Sie einfach verstehen, er sagt, ich verhindere es, weil ich dagegen bin, und ich sage, nein, ich mache da nicht mit, wenn jemand einfach den Anteil von bezahlbaren Wohnraum um 25% kürzt. Da mache ich nicht mit. Kann ich ja mal leichter anfangen, Herr Gröner. Stört es Sie denn prinzipiell, dass ein Bezirk dahergeht und sagt, du darfst Wohnungen bauen, aber wenn du teure baust, baust du gefälligst also, günstiger? Da sind wir in der Allianz Arena in der Südkurve. Wie kann denn der 6- oder 8-Euro-Ticketkäufer Fußball sehen, weil irgendwo einer 500 Euro für den gleichen Sitzplatz zahlt? Und das ist unser deutsches und wichtiges und richtiges System. Wir bauen im X-Berg Tower Wohnraum, der kostet 14, 15, 16 Euro ein Quadratmeter und finanzieren damit, da gibt es keinen Zuschuss, Wohnraum, der 6,75 Euro bis 8 Euro kostet. Das heißt, da kommt niemand und gibt uns Geld dafür, sondern wir bauen beides. Das würden Sie freiwillig auch tun oder ist das etwas, was Sie nur tun? Das ist das kooperative Baulandmodell, das in Deutschland, in München, in Hamburg, überall herrscht. Und das müssen wir mal festhalten hier, das ist mir ganz wichtig, das haben wir übererfüllt vom ersten Tag an, weil wir nichts davon halten, nur 6,75 Euro Wohnungen zu bauen und nur 14 haben wir gesagt, lass uns preisgedämpften Wohnraum für 10, 12 Euro zu machen. Preisgedämpft? Das habe ich als
Angebot an den Bezirk gemacht, weil ich persönlich davon überzeugt bin und übrigens, weil es mich auch Geld kostet und ich als Mittelständler dazu stehe und sage, wir wollen unserer sozialen Verantwortung gerecht werden. Und wenn Sie zugehört haben, hat der Herr Schmidt gerade gesagt, der Gröner hat genau die Flächen gleich hochgehalten. Trotz der Reduzierung der Wohnflächen. Das heißt, ich habe mich an mein Wort gehalten und der Herr Schmidt hat es nicht fertiggebracht, seinen Bezirk klarzumachen und den politischen Kräften und Aktiven dort zu sagen, der Gröner hält sich an sein Wort. Die CG-Gruppe hat es geschafft, trotz dieser Situation, dass wir eine Änderung machen. So geht Demokratie. Ja, Moment. Also wenn Sie wenn ein Baurecht Konzept demokratisch machen, ist, was dann in der Bezirksversammlung nicht durchgeht, was die Bezirksverordneten ablehnen, dann ist das eine demokratische Entscheidung. Das ist doch vollkommen in Ordnung, aber die Demokratie kann mich ja nicht zwingen, etwas zu bauen, was bei mir nicht im Konzept ist. Warum sind die Leute skeptisch, Herr Gröner? Weil wir gemeinsam hingegangen sind, haben uns vor die Bürger gestellt, haben gesagt, das ist das Projekt. Und ich habe gesagt, ich finde dieses Projekt ist ein ganz schönes Luxus-Hammer-Projekt in diesem Kiez, in diesem verletzlichen Kiezen, wo viele Leute verdrängt werden. Aber ich unterstütze es, weil wir einen ziemlichen Anteil an kommunalem Wohneigentum, dauerhaft von der Spekulation entfernten Wohneigentum bekommen. Und das Ergebnis nach diesem Kuddelmuddel ist, dass es auf einmal 25% weniger sind. Wenn ich das dem einen Investor durchgehen lasse, dann muss ich es. Dann wollen alle Druck machen. Es geht hier um Symbolik, Sie sehen. Ich mache unter dieses Beispiel einen Strich, weil tatsächlich viele am Ende das Kuddelmuddel nicht nachvollziehen können. Aber die Prinzipien sind ja interessant. Und die würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Also, Herr Gröner, wenn Sie jetzt diese Auflagen nicht hätten, und ich habe ja gesehen, Sie bauen ja auch anderswo, da haben Sie eigentlich, ich nenne es jetzt mal blöd, moralische Bedenken, in einem anderen Teil dann der Stadt Sachen zu bauen oder Wohnungen dann als Eigentumswohnungen zu bauen, die dann 6.000 bis 8.000 Euro der Quadratmeter kosten oder wo die Kaltmiete zwischen 17 und 25 Euro liegt, wo Sie wissen, das kann sich kein Normalverdiener leisten. Das ist doch, kann man nur so bauen, wenn man damit Geld verdienen will? Die Frage müssen Sie auf mehrere Arten beantworten. Erstens, es geht nicht ums Bauen, sondern es geht darum, wie ist die Gesamtkalkulation. Wenn ich ein Hochhaus kaufe und darin Wohnungen anbiete, dann wird jeder Zuschauer verstehen, dass ein Hochhaus zu sanieren einfach viel mehr Geld kostet und darin zu wohnen auch mehr Miete abverlangt. Sie haben gerade Beispiele der CG-Gruppe genannt, was extrem reduziert stattfindet, nämlich nur in Türmen oder nur in Denkmälern, die ganz hochwertig saniert werden, wo viel, viel Geld fließt und die sich nur dadurch refinanzieren, dass wir hohe Preise haben. Und wenn ich einen Mieter finde oder einen Käufer, der diese Wohnung haben möchte, dann bediene ich den Mietmarkt oder den Eigentumskäufermarkt. Okay. Und damit entlaste ich generell erstmal auch den Markt, weil dann steht hinter einem schwächeren Mieter kein stärkerer Mieter. Das heißt, nicht nur bauen, 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 sondern solange jemand, wir verkaufen ja die Wohnung nicht mit vorgehaltener Waffe, wir gehen ja auch nicht und zwingen jemanden hin, in diese Wohnung einzuziehen, sondern die Mietverträge werden freilich abgeschlossen und sie sind absolut gesetzmäßig. Und ich glaube nicht, dass irgendeine Kommune sich erträumt, in einem Hochhaus oder in einem speziellen Altbau, der saniert werden muss, Sozialwohnungen zu gestalten oder ähnliches. Und insofern, wieso sollte ich denn ein moralisches Problem haben, wenn ich doch deutschlandweit 10.000 Wohnungen baue und davon 2.500, 3.000 gefördert sind? Das versetzt mich doch überhaupt erst in die Lage, günstigen Wohnraum zu schaffen. Das ist das Stadionargument, Herr Schmidt. Also, die billigen Plätze in der Südkurve werden bezahlt durch die teuren im VIP-Bereich. Ja, das ist so ein Weltbild, was ich nicht teile. Ich finde es auch interessant, dass Sie vorhin gesagt haben, bei dem Eigentümer von dem Münchner Haus, das ist ein Spekulant und so weiter, da finde ich, muss man genauso sagen, also wenn er einer ist, dann sind Sie auch einer, aber man sollte es eben nicht so sehen, weil es sind die Rahmenbedingungen des Staates. Es gab in den 90ern, vor den 90ern, eine Wohngemeinnützigkeit. Da war Wohnen viel, viel billiger, weil es einfach steuerbefreit war, wenn man gemeinnützig gebaut hat. Mhm. Es sind die Rahmenbedingungen letztlich, die hier den Städten sozusagen den Todesstoß versetzen. Ich glaube, wir sollten Wohnungen letztlich auch so bauen und auch erwerben, dass sie befreit sind von irgendwelchen Krediten und anderen Kosten und auch von einem Markt, der sich nach oben spekuliert. Wenn wir zum Beispiel als Bezirk, ich bin ja auch verantwortlich für die Immobilien des Bezirks, wenn wir ein Rathaus bauen, dann finanzieren wir das komplett. Da gibt es keine Kredite.
Ja? Ist jetzt nicht so, können ist jetzt nur jetzt, mal so weil grundsätzlich gesagt. Geld haben, weil sie ausnahmsweise Geld haben, ne? Früher war das anders, da hatte eben die Kommune gerade diese Geld. Da haben wir alles privatisiert, und zwar dann steckte man im Schlamassel. Ja. Weil die Bayern und Hessen 4,3 Milliarden nach Berlin überweisen. Weil das Land Berlin nach der Wiedervereinigung schon einmal gedacht hat, hier werden demnächst Millionen Leute zuziehen und gebaut hat wie verrückt. Und ich meine, Frau Dreyer, Sie haben eben gesagt, der Staat muss sich stärker engagieren im Wohnungsbau. Ich habe da auch große Sympathien dafür. Ich glaube eben einfach nur, dass der Staat in Deutschland nicht so besonders gut war darin in der Vergangenheit. Also die Bankgesellschaft Berlin und der prekäre Zustand der Berliner Finanzen war ja im ganz Wesentlichen begründet darin, dass man gedacht hat, Berlin wächst wie verrückt und wir müssen aber unbedingt bauen. War, und landeseigene Banken angehalten wurden von der Politik, diese Wohnungen zu bauen. Und das war falsch. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade über Banken reden, darf man vielleicht auch nicht ganz aus dem Blick verlieren, dass wir eine große Bankenkrise hatten und danach ja ganz, ganz viele Menschen im Grunde in den Wohnungsmarkt gestoßen sind. Und das ist ja auch, seitdem haben wir diese wahnsinnigen Spekulationen eben im Wohnungsmarkt. Die Investoren und das, ist tatsächlich ein Riesenproblem. Absolut. Deshalb gehen diese Wohnungen für, ich weiß nicht, utopische Preise wirklich dann auch vom Markt. Das heißt, Wohnen ist losgelöst in ganz, ganz vielen Stellen mit dem eigentlichen Zweck, nämlich dass diese Gebäude gebaut werden oder die Wohnungen gebaut werden, um darin zu wohnen aber und zu leben. Aber in dem Papier von Frau Nahles und Herrn Schäfer-Gümbel stand nicht drin, dass die Zinsen der Europäischen Zentralbank wir waren ja vorhin uns ja total einig darüber, dass wir über die Baulandfrage sprechen müssen. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass das wirklich eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Wie kommt man an Bauland und zwar möglichst schnell? Und ich finde diese Frage zum Beispiel über Konzeptvergabe eigentlich einen sehr, sehr guten Weg. Konzeptvergabe heißt, dass eine Kommune macht. Genau, die machen einen Bebauungsplan. Wir haben beispielsweise in Landau, kleine Stadt in der Pfalz, riesiges ehemaliges Konversionsgelände, wo der Bund uns das Gelände auch verkauft hat, sodass man das auch entsprechend gestalten kann. Und wir haben dann eigentlich, die Stadt hat dann definiert, wie viel bezahlbarer Wohnraum soll das sein, wie viel auch höherwertiges Wohnen entsteht dort. Und alles hat hohe Qualität auf dem Gelände und es ist wirklich gelungen. Nervt Sie das eigentlich, Herr Grüner? Das würde ich gerne mal wissen. Also wenn Sie mal ganz ehrlich in sich reinhorchen, Sie sind ein Investor, Sie sind ja auch damit wirklich reich geworden. Sie sind ein Self-Millionär, jemand, der was aufgebaut hat. Das Unternehmen hat 500 Mitarbeiter. Nervt Sie das eigentlich, dass der Staat überhaupt Ihnen in die Quere kommt und sagt, hör mal, also du darfst verbauen, aber ich diktiere dir jetzt mal die Bedingungen und dann musst du Folgendes tun. Ich mag Unternehmer sein und zwischenzeitlich sind es dann schon 550. Aber im Grunde Ihres Herzens wäre es Ihnen lieber, die würden sich nicht einmischen, oder? Ich habe vier Kinder und ich bin Bürger dieses Landes. Und unser Land funktioniert deswegen so gut, weil wir eine soziale Marktwirtschaft und nicht nur eine Marktwirtschaft haben. Und deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene wichtige Dinge, die reguliert werden müssen. Aber alles wird eben daran scheitern. Wenn Sie einen Zeitraum definieren, indem Sie sagen, jetzt schützen wir den Bürger, dann müssten Sie doch den Zeitraum auch wirklich dafür nutzen, Wohnraum zu schaffen. Und das findet nicht statt. Ich möchte zu Berlin was sagen. Wenn die Leute, die heute aktiv in Berlin sind, die größte Fläche in der Welt in einer Stadt zu Bauland umwandeln würden, für den Zuschauer bedeutet das der Tempelhofer Plan. Dann würde innerhalb von 24 Stunden die Spekulation runtergehen. Die Familien zahlen 1.000, 2.000 Euro mehr jedes Jahr für ihre Wohnung, weil die Politik einen Bürgermeister abgestraft hat und den Bürgern nicht offen und ehrlich gesagt hat, wenn ihr da kein Bauland schafft, sorgt ihr für wilde Spekulationen. Und das ist einfach die Realität. Und da sehe ich als Unternehmer wirklich das Problem, dass man glaubt durch Regulierung, die Mietpreisbremse hat bis heute nicht eine Wohnung gebracht. Und wenn wir sie an diese Inflationsgeschichte anhängen, wird immer noch keine Wohnung gebaut werden. Wir brauchen Baurecht, wir brauchen Bauland und wir brauchen mehr Wohnungen. Nicht bauen, bauen, bauen. Und ich sage auch reguliertes Konzept. Bauen. Das heißt, ich bin bereit, Konzepte mitzutragen, wo man sagt, 50% sozial, 50%. Mhm. Wir hätten auf dem Tempelhofer Gelände mal eine Eco-City machen können, wo wir CO2-neutral sind. Die Politik ist ideenlos. So, jetzt müssen Sie die Politik drankommen lassen, Herr Schmidt. Ja. Also das Tempelhofer Feld ist ein ganz besonderer Fall. Deswegen das ist natürlich ein Konflikt gewesen Stadt, wie geht man mit den Bürgern um. Und dann gibt es aber auch das Thema Freiraum, Grün, wie viel Freiraum braucht eine wachsende Stadt und so weiter. Und da sehe ich schon, dass Investoren es immer wieder, also Bauentwickler eigentlich, nicht die Investoren, die stecken hier nur im Hintergrund, dass die immer wieder es ganz toll finden, wenn man sozusagen so ganz eng baut und überall so ein bisschen grün und da noch eine Bank, aber es ist immer noch alles eine hohe Qualität. Aber deshalb ist dieses Tempelhofer Feld ein Symbol dafür, dass die Menschen auch für Freiraum sind. Aber wir haben jetzt zum Beispiel die konservativ-liberalen Parteien, die blockieren, dass Tegel
geschlossen wird. Also wir, natürlich brauchen wir Bauland. Wieder ein Berliner Thema. Ja. Im Grunde Ihres Herzens, aber jetzt mal Hand aufs Herz, Sie, Herr Schmidt, würden Sie am liebsten die privaten Investoren eigentlich raushaben aus dieser ganzen Geschichte, weil Sie denen in Wahrheit unterstellen, dass Sie eben nicht ans Gemeinwohl denken? Ja, das stimmt. Ich würde die privaten Investoren, die wirklich rein auf den Profit abzielen, gerne raushaben. Und ich würde gerne gemeinwohlorientierte Investoren, die es eben auch gibt. Das ist ein ganzer Sektor, der im Aufschwung ist, der wirklich auch dann die Immobilien aus dem Markt herausnehmen will, wenn sie entstanden sind. Die haben auch mit denselben Baukosten zu tun, aber sie haben andere Kapitalkonditionen. Sie arbeiten nicht mit Mezzaninkapital, also wo man 20% aus Kapital hat, was man braucht, um rein und raus zu machen als Projekt. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ja. Aber es gibt einen Sektor, gemeinwohlorientierte Banken, Genossenschaften, Stiftungen, die wirklich sich auch formieren langsam zu einem neuen Verband zum Beispiel, Immobilienverband heißt der, und die auch Power haben. Und da zählen dann auch die wohnungseigenen Gesellschaften dazu. Und das ist ein Sektor, der kann bauen, der arbeitet auch mit Banken. Und mit dem schaffen wir das auch. Es ist halt im Moment nur so ein Hochsteiger. Was Sie machen gerade, ist ja etwas, was viele auch skandalös finden. Mhm. Sie sind ein Baustadtrat in Friedrichshain, Kreuzberg, und es steht ein Haus zum Verkauf im Milieuschutz, dann gehen Sie hin und kaufen dieses Haus mit Steuergeld? Ein bisschen Steuergeld braucht man, ja. Ein bisschen Steuergeld? Ja, man muss ja nur die Lücke ausgleichen. Es wird ja dann und sozusagen, was ist Ihr Ziel dann? Wollen Sie denn, dass am Ende dann die Häuser alle sozusagen in der Hand der Politik sind, damit die Mieten nicht steigen? Ich bin schon Realist. Ich glaube nicht, dass wir alle so schnell schaffen werden. Aber wir haben zum Beispiel das Vorbild Wien. In Wien sind 50% der Immobilien bei der Kommune, weil man einfach das schon als eine lange Tradition hatte, ja, das grüne Wien. Jetzt schlage ich das rote Wien. Ich schlage jetzt das grüne sozusagen Friedrichshain-Kreuzberg vor und sage, wir haben dort im Moment 25% des Wohnungsbestandes im Gemeinwohl bei Stiftungen, Genossenschaften, landeseigenen Gesellschaften, und die würden gerne auf 50% kommen. Dann wäre das Ganze ein bisschen mehr im Gleichgewicht. Diese Wohnungen wären Sie kaufen das günstig. Quasi dem Grüner vor der Nase weg. Nein, und dann sind Sie das Gucken Sie doch, wir sind doch gar nicht bei allem so weit auseinander. Wenn sein Projekt 250, 300 Wohnungen abwirft, die dann bei der Kommune sind, dann haben die ja dämpfende Wirkung auf den Markt. Ja? Okay. Mir wäre 50% oder 70% lieber bei dem Projekt, aber das kriegen wir jetzt rechtlich nicht durch. Frau Weidenfeld war ein bisschen skeptisch, was den Staat sozusagen als Wohnungseigentümer und Bauer angeht. Frau Franz, wie sehen Sie das denn? Wäre das eine Idee gegen die Mietenexplosion, wenn man sagt, also jetzt kauft der Staat die Wohnungen? In diesem Fall, Frau Jünkes Haus wäre jetzt nicht dem Enkel, da wäre jetzt Milieuschutz, und dann kommt da einer hin und sagt, Moment mal, bevor du das so verkaufst, nehme ich das. Naja, das gibt es ja jetzt schon, dass eben gerade in diesen Erhaltungssatzungsgebieten dieses Vorkaufsrecht existiert und dass dann die Stadt eben, bevor ein Haus an einen Investor geht, das Vorkaufsrecht ausüben kann, das gibt es. Und das wird in München auch immer wieder mal gemacht. Finden Sie es gut? Ja, natürlich ist es gut. Natürlich ist es gut. Ja, für die Mieter, weil sie dafür eben geschützt werden. Das Problem ist nur, dass bei diesem Vorkaufsrecht die Stadt kann sagen, wir können dieses Haus jetzt leider nicht kaufen, wir machen dir aber jetzt Käufer oder Investor bestimmte Auflagen, die du einhalten musst, aber das auch nur über einen bestimmten Zeitraum. Und dann darf der dieses Haus kaufen, die Stadt übt ihr Vorkaufsrecht nicht aus, und dann sind es 5, 6 Jahre oder wie lange diese Verträge 20. dann sind. 20, bitte? Sagt Herr Schmidt. 20. Ja, bei uns sind es weniger. Da entstehen doch keine Wohnungen. Aber das stimmt jetzt auch nicht, dass keine Wohnungen entstehen. Nein, aber es ist ja jetzt die. Es sollen doch gar keine Wohnungen entstehen. Aber wir reden doch jetzt auch über den Schutz des Bestandes. Das ist doch kein Entweder-Oder. Das war jetzt wieder Schutz des Bestandes. Der Golf und der Polo ist nicht dadurch entstanden, dass der Staat eingegriffen hat. Sondern der Golf und der Polo ist für jeden Bürger in Deutschland deswegen erschwingbar geworden, weil die Automobilindustrie unendlich viele Autos produziert hat. Dann gab es einen Peugeot 103 und es gab einen Opel Corsa und so weiter. Und nur so können Sie den bezahlbaren Wohnraum. Ist doch kein Grundbedürfnis, Herr Gröner. Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Ich habe jetzt aber das Bild damit verstanden, wenn es einfach sehr viele Wohnungen gibt, dann werden die alle wieder billiger. Das leuchtet mir ja ein. Frau Dreyer, der Punkt, den Herr Gröner vorher gemacht hat, war, es gibt tatsächlich noch diesen anderen Teil, das ausländische Geld, Spekulation. Da wird einer kauft ein Baugrundstück und macht einfach nichts, weil wenn er es nach 2 Jahren wieder verkauft, ist es auch so mehr wert geworden. Das heißt also, das ist sozusagen wirklich dann Geld, das man im Schlaf verdienen kann. Muss da der Staat nicht stärker eingreifen und sagen, das ist ein Geschäftsmodell, das erlauben wir nicht mehr. Enteignung? Was gibt es? Ja. Was haben wir? Ich habe eine Idee dazu. Baugenehmigungen müssen schneller ablaufen und es muss so eine Art Bauverpflichtung geben. Natürlich. Und was muss denn viel dann, wenn teurer die Verpflichtung werden, wenn man nicht Bauland kommt? Hat.
ja, dann, Bodenpreis. Dann gilt es einfach nicht mehr, weil dann, weil, was Herr Gröner sagt, die Spekulation mit Grundstücken, dass man meint, oh, in Zukunft könnte da irgendwas passieren, wenn man aber weiß, da passiert nichts mehr, dann entwertet man ja diese Grundstücke ganz schnell. Da kann der Staat sie auch kaufen. Schmidt, würde das denn auch für den Staat gelten? Also der Staat hat ja selber auch viel Bauland, was er liegen lässt. Würde das auch gelten? Selbstverständlich. Denken Sie doch mal die Ungerechtigkeit, die Sie bei der Grunderwerbsteuer in Deutschland fast flächendeckend hinbekommen haben. Eine Familie, die sich ein Wohnhaus oder eine Wohnung kaufen möchte, zahlt in Berlin 6,5% Grunderwerbsteuer, 3% Makler. Bis es losgeht, haben sie erst mal 10% los. Wieso geht man nicht her und sagt, wir machen mal 10% Grunderwerbsteuer für alle, die gewerblich unterwegs sind, und für alle, die privat unterwegs sind, 2,5%. Und wenn der böse Gröner dann hingeht und nach 2 Jahren gebaut hat, erstattet man ihm die 7,5% wieder. Dann geht man zweitens her und sagt, Vorschlag? Wenn das Baurecht innerhalb von 2 Jahren erlangt ist, dann gibt es eine Fehlbelegungsgebühr, weil er das Bauland liegen lässt. Wissen Sie, wir sind Opfer, die Wohnung bauen wollen von Spekulanten. Und wie ich sehe, bei mir vor der Haustür Grundstücke, die Jahrzehnte nicht gebaut werden, weil der Preis immer von einer Hand zur nächsten Hand hochgeht. Der Spekulant ist unser gemeinsamer Feind. Aber die Politik setzt sich auf die andere Seite des Tisches und sagt, also wir haben damit nichts zu tun. Wir wollen da nicht gegensteuern. Aber der Vorschlag liegt ja auf dem Tisch. Wäre ja wohl. Nein, es geht aber auch ein bisschen zu weit jetzt hier. Die Politik, die Privaten. Also ehrlich gesagt, geht mir es zu weit. Es gibt sehr wohl diese Bewegung auch bei uns, dass es eine Neugründungswelle gibt ja von gemeinnützigen Wohngenossenschaften. Und wir sehen es auch, dass bei uns Wohngenossenschaften natürlich in der Lage sind, auch Grundstücke zu kaufen, tatsächlich auch gemeinnützig wirklich auch Wohnungen zu bauen, tolle Anlagen zu bauen und. Und das machen die auch nicht in 10 Jahren, sondern das machen die innerhalb kürzester Zeit. Und die können voll mithalten, auch ihrer Aktivität gegenüber. Und ich sage umgekehrt auch, dass wir beispielsweise in unserem Land ein großes Bündnis für bezahlbares Wohnen haben. Das sind natürlich auch Private dabei. Und ich glaube, dass der Staat auch viele Instrumentarien hat, um dafür zu sorgen, dass Investoren auch wirklich gut investieren können und für bezahlbaren Wohnraum und eben Wohnraum insgesamt schaffen können. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir gut beraten sind, diese Instrumente zusammenzubringen, Bauland gemeinsam zu schaffen. Von Bund, wir haben beispielsweise viele Liegenschaften nach wie vor von der BIMA, die wir gerne hätten und schneller bebauen würden, von Landesseite, von den kommunalen Seiten. Wir müssen diese Instrumente auch zusammenstricken. Aber ich sage auch noch mal ganz klar, wenn hier so getan wird, als hätte die Privatwirtschaft nichts mit der Situation zu tun, in der wir gerade sind, stimmt das eben auch nicht. Denn damals, als jeder geglaubt hat, der Markt regelt die Situation auf dem Wohnungsmarkt, müssen wir heute feststellen, dass das nicht eingetreten ist und dass wir viele Mietpreise haben, die nicht mehr bezahlbar sind und viele Menschen auf Wohnungen warten, die auch bezahlbar für sie sind. Und deshalb, glaube ich, kann man schon sagen, wir müssen ein bisschen was ändern gerade. Der Staat muss eingreifen, damit es auch besser funktioniert. Also der Vorschlag war ja sehr konkret. Herr Schmidt, gehen Sie bei dem mit, was Herr Gröner sagt? Also wir reden jetzt von Spekulanten und Nicht-Investoren. Spekulanten, Investoren sind die, die im Zweifel noch eben etwas machen. Spekulanten sind die, die es einfach nur leer stehen Bauland, lassen. Nicht genutztes Bauland. Ja, muss sozusagen krass besteuert werden. Das Modell von Herrn Gröner muss man jetzt nochmal, haben wir jetzt nicht ganz merken können, das war ein bisschen kompliziert. Ja? Aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten, auf jeden Fall. Aber wir sehen ja auch, dass es dann das Problem gibt, was machen die Unternehmen damit? Da im Moment zum Beispiel ist ganz groß im Kommen möbliertes Wohnen, sozusagen Hühnerställe, ganz Kleinstzellen für Studenten, für wen auch immer, sozusagen Riesenmieten dann. Weil im Neubau ja die Mieten nicht regulierbar sind. Und es gibt eben auch viele Ecken, gerade in Berlin. Da macht ist eine landeseigene Gesellschaft auch. Naja, kommen Sie. In Berlin. Es gibt auch die Berlinovo, meinen Sie jetzt. Ja, natürlich. Ja, es gibt schon 20 Euro Dinge, Miete pro Quadratmeter. Die ändern sich erst langsam. Ja. Aber bei dem anderen sind es dann, nein, das sind halt dann 70 Euro pro Quadratmeter bei den Privaten. Ja. Bei Berlinovo bist du 25, landeseigene Gesellschaft, gar kein Problem. Da darf spekuliert werden. Schauen Sie, das nehmen wir nicht. Der Punkt ist eben, dass, worauf ich hinaus will, wir im Grunde auch fragen müssen, sind bestimmte Unternehmen eigentlich sinnvoll oder nicht? Es gibt jetzt eine Kampagne, die sagt, Deutsche Wohnen enteignen. Und diese Kampagne klingt erstmal frech, aber sie ist gar nicht so dumm. Weil wenn wir feststellen können, dass Enteignung sinnvoll... Herr Schmidt, so schaffen Sie Rechtssicherheit für jeden, der in Deutschland... Warten Sie doch mal ab, was ich jetzt sage. Enteignung ist möglich, wenn wir eine Autobahn bauen. Wir sagen, wir brauchen das. Ist fürs Gemeinwohl. Wenn wir feststellen, dass bestimmte Unternehmen nur die Rendite im Blick haben, und das ist in ihren Statuten, das ist sonst wo auch nachweisbar, und sie wollen mit allen Mitteln sozusagen rausholen, was geht, dann kann man sich schon fragen, ist es in einem angespannten Wohnungsmarkt und in den Städten, wo auch der soziale Frieden in Gefahr ist, ist das sinnvoll? Oder kann man hier sagen, gegen Entschädigung wäre hier eine Enteignung sinnvoll? Das ist ein Rechtsbereich, der ist absolut unerkundet, aber er wird demnächst erkundet, weil es wird in Berlin einen Volksentscheid dazu geben bald. Frau Weidenfeld, was war Ihr Einwand? Ich glaube, dass
Politiker, Baustadträte gut beraten sind, wenn sie allen Beteiligten in einer solchen Lage Rechtssicherheit geben. Und wenn man darüber redet, dass man Grundstückseigentümer enteignen will, dass man Verfahren anstrengen will, wie man denen das Grundstück abnimmt. Ich glaube, das ist total der falsche Weg. Wenn Sie möchten, dass gebaut wird, und Frau Dreyer hat ja zu Recht gesagt, wir brauchen, damit viel gebaut wird, alle Beteiligten. Und das Land Berlin hat, glaube ich, 2 Handvoll Sozialwohnungen in den letzten Jahren geschaffen. Vielleicht sind es auch 200, aber viel mehr nicht. Also wenn Sie sagen, wir brauchen alle Beteiligten, dann ist es das total falsche Signal zu sagen, die einen wollen wir nicht, die anderen wollen wir enteignen und wir setzen auf ein wirklich, ich finde, total bewundernswertes Modell, wenn man sagt, man schafft es mit Genossenschaften, man schafft es mit Stiftungen, man schafft gemeinnützigen Wohnraum. Das ist toll, aber das bringt Ihnen doch nicht die Menge an Wohnungen in den Großstädten, die Sie brauchen. Und dann andere auszusperren und zu sagen, wir wollen auf keinen Fall private Unternehmen, das ist total falsch. Kann auch gemeinnützig werden, wenn er will. Aber Herr Schmidt, Sie bringen es doch nicht hin. Ich muss es doch nicht hinbringen. Das müssen doch die Rahmenbedingungen schaffen, dass das dann dass das wächst. Doch damit, dass man die Unternehmen zu gemeinnützigen Unternehmen umfunktionieren. Wo denken Sie denn hin? Ich meine, wir tun gerade mal die deutsche Geschichte von 60 Jahren absurdum führen. Das ist doch völliger Unfug. Das, was hier gerade besprochen wird, soll vielleicht nächste Woche auf einer höheren Ebene besprochen werden. Es gibt einen Wohnungsgipfel. Die Kanzlerin lädt dazu ein, Herr Seehofer lädt dazu ein. Ich glaube, die SPD ist dabei. Da sind die Herr Scholz, Frau Barley. So, da sind sozusagen alle an einem Tisch. Dann kommt die Wirtschaft an den Tisch, die Sozialverbände. Was wird denn da rauskommen? Nicht die Mieter übrigens. Ne? Die, ja, die machen nicht, das sind nicht eingeladen, davor. Die Mieterverbände. Sind nicht die Mieterinitiativen. Ja, es ist das Bündnis, das es gibt für bezahlbares Wohnen, glaube ich, auf der Bundesebene. Ich denke, es ist erstmal ein ganz guter Weg, dass man sich einfach mal trifft und zusammenspricht. Weil ich habe eben schon mal gesagt, was ein Ergebnis sein könnte, ist, dass man anerkennt, dass Baulandbeschaffung eine Bundes-, Landes- und kommunale Ebene hat. Und dass wir wirklich gemeinsam an diesem Strang ziehen. Das haben wir doch schon erkannt. Also ich frage das deshalb so ketzerisch, weil die Leute doch so ein bisschen die Nase so voll haben von diesen Gipfeln. Ja, man wird auch sehen, ob der Gipfel das richtige Instrument ist. Aber ich möchte ihn jetzt nicht kleinreden, bevor er stattgefunden hat. Aber klar ist schon, wir brauchen A, eine Dynamisierung des Wohngeldes. Wir brauchen B, ein gemeinschaftliches Vorgehen, was das Thema Bauland betrifft. Und ich denke, dieser Austausch dazu ist schon okay. Man muss dann am Ende gucken, ob das rauskommt bei diesem Gipfel. Ich weiß es nicht. Weil, ich sage auch ganz klar, wir haben jetzt das Mieterschutzgesetz auf den Weg gebracht als SPD in der Koalition. Wir hätten uns mehr vorgestellt. Wir bringen auch die öffentliche Förderung von Wohnraum auf den Weg. Wir hätten auch mehr machen können. Das war in der Koalition nicht möglich. Und deshalb weiß ich nicht ganz genau, ob bei diesem Gipfel etwas rauskommt. Wir werden auf jeden Fall dabei sein, denn ich glaube, dass diese Frage, preiswerten Wohnraum oder bezahlbarer Wohnraum, das ist nun mal eine soziale Frage zurzeit, die wir lösen müssen. So, das klingt wie ein Schlusswort, ist es aber nicht. Das ist nämlich meine Frage. Frau Weidenfeld und Frau Franz, Sie gucken da von zwei Seiten drauf. Geben Sie mir mal einen Tipp. Werden die Mieten in Ballungsgebieten und Großstädten eigentlich jemals wieder sinken? Nee. Frau Jüng gesagt, nee. Doch, ich glaube schon. Sie? Natürlich. Ja. Die werden sinken. Die werden sinken, wenn gebaut wird. Die werden sinken, wenn tatsächlich alle ernst machen und Bauland mobilisieren. Die werden sinken, wenn die Bevölkerung sinkt. Und die werden auch dann sinken, wenn sich Trends in ferner Zukunft auch wieder umkehren. Und wir haben Trends, die dauern immer so 20 Jahre, aber dann sind sie eben auch mal wieder vorbei. Okay. Und dann werden Mieten sinken. Sehen Sie das so, Frau Franz? Ich will es hoffen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also der Trend ist ganz gegenteilig. Es ist ja überhaupt nicht dran zu denken im Moment, dass die Mieten wieder sinken. In Jena sinken die Mieten, in der Uckermark sinken genau. Die Mieten im Bayerischen Wald. Aber nicht in München und nicht in Berlin und nicht in Köln. Es ist doch nicht sittenwidrig, in Jena, in der Uckermark oder im Bayerischen Wald zu wohnen. Nee, und sittenwidrig ist es überhaupt nicht. Nur ich möchte dort nicht wohnen, weil ich in München arbeite und in München aufgewachsen bin und dort meine Familie habe. Was soll ich denn in der Uckermark? Frau Jünke, sind Sie eigentlich jetzt gefeit vor Mieterhöhungen? Sie sind ja jetzt wieder Mieterin. Ja, ich weiß es nicht, was kommt da so. Ich meine, ich zahle schon 20 Euro warm pro Quadratmeter. 20 Euro warm? Ja. Zahle also für 50 Euro 1000 Quadratmeter. Für 50 Quadratmeter 1000 Euro. Allerhand. An Sie beide. Ich glaube, ich habe ein bisschen Luft nach oben jetzt noch. Mindestens 2-3 Euro. Wir drücken die Daumen. An Sie beide die letzte Frage. Ich bin im Mieterverein. Ne? Herr Grüner und Herr Schmidt. Zwei so unterschiedliche Leute. Der eine ist Selfmade-Millionär,
fliegt manchmal im Privatjet. Wir hatten das vorher schon. Auf jeden Fall kann er sich mehrere Wohnsitze leisten und hat sich Millionen tatsächlich erarbeitet. Herr Schmidt wohnt mit seiner Familie auf 60 Quadratmetern. 65 Quadratmetern, zwei kleine Kinder und eine Frau fährt U-Bahn. Wird sie jeweils mal tauschen für einen Tag im Leben des anderen sein wollen, Herr Schmidt? Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Es gab ja die WDR-Sendung, also insofern brauchen wir nicht mehr tauschen. Untauglich dafür. Das ist untauglich, weil die Darstellung natürlich falsch war. Und sehr verkürzend, wenn Sie sechs Monate mir hinterherfahren und dann versuchen, in einer Stunde verkürzt darzustellen, was stattgefunden hat. Ist immer schwierig. Wenn der Reporter mit mir am ICE steht und dann irgendwas über Privatjets fabuliert. Aber ich möchte sagen, ich habe in der 65 Quadratmeter vom Herrn Schmidt gewohnt. Und ich will dem Zuschauer einfach dazu sagen, also nicht in der Wohnung, natürlich habe ich in der 65 Quadratmeter Wohnung angefangen. Aber die Frage ist doch, will der Zuschauer, der uns heute zuschaut, auch mit Hochstockbetten in einer 65 Quadratmeter in der Wohnung mit zwei Kindern leben. Ich glaube, der Zuschauer möchte gerne eine Vierzimmerwohnung haben. Und ich glaube, Politik und Wirtschaft sind gut beraten, dafür Sorge zu tragen, dass wir bezahlbaren Wohnraum hinbekommen. Zum Beispiel ist heute Abend hier nicht die Technologiefrage gestellt worden. Wir bauen viel zu teuer. Das ist eine sehr spezielle Frage, die müssen wir tatsächlich vertagen, weil die Sendung jetzt hier vorbei ist. Das war eine persönliche Frage mit einer technischen Antwort, aber ist auch okay. Vielen herzlichen Dank jedenfalls, dass Sie beide heute hier waren. Ich hoffe, dass dieses Schlichtungsverfahren, das jetzt vor dem Senat stattfindet, dazu führt, dass es Wohnungen gibt im Berlin. Frau Dreyer, herzlichen Dank fürs Kommen. Frau Weidenfeld, Frau Franz und Frau Jünke, alles Gute für Sie und die Wohnung. Schönen Dank, dass Sie da waren. Geld regiert die Welt. So, wenn das nicht ein Schlusswort ist, weiß ich es auch nicht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind nächste Woche wieder da. Jetzt die Kollegen vom Nachtmagazin. Schönen Abend noch.